willkommen zurück von der Zulassungsstelle. Habe heute die Zusatzfederchen eintragen lassen und hat gekostet 12 Euro die neue Bescheinigung auf der Zulassungsstelle. Hinzu kommen noch das Deckergutachten, das heißt das Einschreiben der Federchen. Und das Ganze hat gekostet pro Achse bei der Dekra 75 Euro, also alles zusammen 162 Euro. Ja, wie gesagt, das dauert 5 Minuten. Es wird einfach nur, die guckt einfach nur nach den Nummern, nimmt die auf und trägt die in die Zulassung ein. Man stellt eine neue Zulassung aus. Und dasselbe müsste ich jetzt eigentlich beim Auflasten machen. Ich müsste wieder zur Dekra oder zum TÜV gehen, müsste das Gutachten machen lassen und das dann ändern lassen ab der Zulassungsstelle. Der Typ von der Dekra macht 3 Bilder von den Federchen, schreibt sich die Nummern auf, schreibt das vorgefertigte Protokoll aus und ruft dann für beide Achsen 150 Euro auf. Da kann man das Geld einfacher mit verdienen wie mit dem Einbauen. Muss man mal so sagen. Ja, damit ist das ganze Prozedere jetzt abgeschlossen mit den Federn. Ist alles in Ordnung, alles eingetragen. Kann ich mich also wieder mal auf Reise begeben. Der nächste Umbau, also ich baue erst noch mal meinen neuen Gasfilter ein. Habe ich mich entschlossen dazu, den habe ich auch schon. Sobald es ein bisschen wärmer ist, und dann werde ich den TÜV nochmal fragen, der auch die Gasprüfung abnimmt, ob ich den Gaskasten so umbauen kann, wie ich mir das denke. Und da kommt dann noch eine neue LPG-Tankflasche zu meiner Composite-Flasche dazu für die nächste Winterreise, 3 Wochen Skandinavien nächsten Winter. Da hätte ich schon gerne einen kleinen Gaspuffer, dass ich nicht jede Tankstelle anfahren muss. Und schauen wir mal, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das so gedacht habe. Aber das kommt dann in den nächsten Videos. Danke fürs Zuschauen.